So. Jetzt muss ich wohl doch mal eine Kicker-Potion einwerfen. Und auch ein paar billige Bandagen. So, eine reicht. Jetzt gehen wir mal hier in die Ecke. Und, nee, Moment. Das war's tatsächlich schon? Na gut. Sieht kompliziert aus, ist aber eigentlich recht einfach bisher, der Dungeon. Nee, das wissen wir ja. Hier kommt nicht an mich ran. Ah, natürlich zusammen mit dem Vieh hier. Nee, danke. Ihr dürft jetzt mal gebraten werden hier. Ach, da muss ich nichts mehr machen. Danke, Deiner. Problem gelöst. Ah, die Viecher nerven ja. Und natürlich geht's gleich wieder los hier. Schwertattacke. So, puh, erledigt. Ah, nee. Hier brauchen wir mal die Axt. Die funktioniert am besten gegen dieses blaue Krabbenviech. Ich denke, ich bin mal auf dem Game auf Nummer sicher, für den Fall, dass ich es übertreibe, und speichere hier. Wäre nämlich ziemlich peinlich, wenn wieder sowas wie das Wolf-Desaster passiert und ich hier plötzlich tot umkippe, statt zu heilen. Also, weiter geht's hier. Wir können ja noch mit Magie heilen, also sparen wir uns das jetzt mal. Okay, das ist simpel, solange wir die nicht an uns ranlassen. Und der scheint so dumm zu sein und stirbt tatsächlich. Gut, gegen dich haben wir das. Autsch. Ich heile mal lieber. Bevor es zu spät ist. Können wir mal hinter dich springen? Yep, können wir. Und können wir das nochmal machen? Yep, aber wir können nicht so hoch springen, dass... Ah, egal, er ist schon tot. Yep, Axt funktioniert gegen die Viecher am besten. Die sind eh zu langsam, um abzuhauen. Oh, Problem gelöst. Und jetzt geht's weiter. Hier haben wir alles abgegrast. Da waren wir auch schon. Jetzt geht's weiter nach Osten. Oh, wie süß. Hier, ich zeige euch mal meine Kreissäge. Oh, süße kleine blaue Hunde mit riesigen Kreissägen zersäbeln. Macht so einen Spaß. Yay, und Ariel macht's auch Spaß. Darum grinst er immer. Und hey, Storytime. Was ist los? Ich habe irgendwas gehört. Ich denke, es war eine Stimme. Ich habe nichts gehört. Was für eine Art Stimme war es? Oh, wow. Wir dürfen es entscheiden, was es ist. Ach. Okay, das ist so lächerlich. Dann nehmen wir aber... Ich sage, es war eine Frauenstimme. Ha, ein Mädchen? Vielleicht Passo? Ich weiß nicht. Lass es uns rausfinden. Oh, die Story hat uns wieder eingefangen. Ein Kristall. Oh, es ist ein großes Stück Gletscher. Wunderschön, nicht wahr? Das stimmt, es ist wunderschön. Was ist los? Hallo. Und noch mehr Leute. Hey, sie haben uns gesehen. Ja, sieht so aus. Ja, sie stehen auch nur 2 Meter entfernt. Sie haben uns gesehen. Das sind wahrscheinlich Beschwörer. Guck dir die Klamotten an. So ähnlich wie Passos. Was, du meinst, das ist die böse Beschwörergruppe? Wollt ihr uns irgendwas fragen? Oder lieber weiter beleidigen? Ja, mal überlegen. Wir haben uns nur gefragt, was ihr hier macht. Oh, wir sind hier bloß und erledigen unsere Pflicht. Hey! Wir müssen hier irgendwas erledigen in diesem Ding. Das ist alles. Hey, Nesty! Erzähl nicht einfach unsere Pläne jedem, der hier vorbeikommt. Oh, ach so, sorry. Oh, du musst nicht wütend sein. Diese beiden wissen doch gar nicht, wer wir sind. Ihr seid unmöglich. Okay, nun ja, wir haben hier bestimmte Dinge zu tun. Genau, wir suchen jemanden. Ich weiß nicht, ob ich euch glauben kann. Wirklich? Na egal, was macht ihr denn dann hier? Oh, ich suche für etwas. Ich suche etwas. Etwas? Was? Naja. Etwas, das ihr... Oh, ihr wollt uns darüber nichts sagen. Ha, genau, ihr seid wie wir. Ah, nee, ihr plant etwas gegen die Leute, die in diesem... Die hier wohnen, nicht wahr? Was? Nein! Nesty,
Denkst du, dieses Kind ist... Ich weiß, man kann ein Buch nicht bei seinem Cover beurteilen. Diese Person könnte spezielle Kräfte haben. Erstmal, dieses Kind hat eine Beschwörungskreatur. Das ist nicht sehr... Ja, du kannst schon sagen, wir sind verdächtig. Ihr seid aber die Merkwürdigen hier. Wir? Wir sind nicht so verdächtig wie ihr. Das denkt ihr, der glaubt ihr nicht. Das ist seltsam, wenn man ein Kind und ein... hört mal. Selbst nach Videospiellogik ist die 16 oder 17 und sie rennt mit einer riesigen Kreissäge herum. Also ich würde sagen, das ist kein Kind mehr. Teenager meinetwegen, aber... Egal. Und eine Beschwörungskreatur, die hier in dem Gletscher herumrennt. Ja, und stellt euch vor, wir können uns sogar wegteleportieren, wenn ihr uns nervt. Oh ja, und ihr seid natürlich alle unschuldig. Hey, Nesti, ich denke, sie werden wütend, weil wir ihnen nicht glauben. Ah. Vorsichtig, da scheint irgend so eine Kraft in dir zu sein. Ja? Kann sie wirklich feststellen, dass ich ein Eckenfechter bin? Ein Klingenfechter? Oh Mann, egal wie ich es übersetze, es klingt nicht besser. Wally, wow. Ich glaube, ich fühle auch so eine Art Macht von ihm. Ich muss deiner beschützen. Ich wusste, sie greifen uns an. Haha, du zeigst deine wahren Farben. Lass uns los. Jetzt, wir müssen uns, ja, jetzt kümmern wir uns darum. Los, Nesti, kümmere dich um Aimer. Und Endgegnerkampf, natürlich bevor wir uns kämpfen. Ah, das ist so albern. Autsch, autsch, verdammt. Ah. Jetzt, ich muss mal lernen zu blocken hier. Autsch. Au, 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 au. Ja. Ja. Ich glaube, das geht noch eine Weile so weiter. Ich springe mal. Autsch. 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 Ja, nee, Cutscene-Powers. Nein, hey, verdammt, nein. Arg. Autsch. Ich weiß zwar nicht, was das gebracht hat, aber... Danke, dass ich mich heilen konnte in der Zwischenzeit. Okay, ich sehe schon, Nahkampf ist hier nicht die Methode. Ich nehme mal lieber... Ja, schade, ja, toll, die KI kann besser blocken als ich. Ah. Tja, Pech gehabt, aber deine Reichweite... Autsch, au, au, du verdammte Kröte, bleib weg. Und jetzt bin ich froh, dass ich hier eine viel größere Reichweite habe. Aber heide Witzka. Ha, direkt in meine Falle gelaufen. Na, so ungefähr. Ha, ha, ha. Ah, ich wünschte wirklich... Oh, Gottchen. Autsch, autsch, autsch. Ja, wie gefällt dir das mal? Ah, hör auf, rumzurennen mit deinem blöden Dolch oder was das sein soll. Ich mache jetzt einfach mal weiter und hoffe, dass ich sie kriege, sobald es schnell genug ist. Wir haben gesagt... Ah! Autsch. You'll be alright. Toll. Heilen kann sie sich auch, oder was? Ah, ja, das reicht. Ich ziehe mich zurück hier. Arg. Autsch, autsch. Wir kriegen die Hucke voll hier. Dabei waren wir so nah dran zu gewinnen. Na. Ah. Mit der Axt können wir zwar mehr Schaden an... Ah, komm. Ah, nee, verdammt. Lass... Schnauze. Ich zeige mit dem Finger auf dich und... Bringt das irgendwas? Autsch, ja. Dann müssen wir uns gegenseitig mit Magie hier vollhauen, aber jetzt muss ich aufpassen. Ja, jetzt, das ist ein Spiel hier, wir blocken uns hier gegenseitig ab. Aber wenigstens wird es ein bisschen zu... Ah, Mann, hör auf damit!
Das ist das Problem hier. Sie schlägt so schnell zu. Ich könnte mit dem Schwert wahrscheinlich aufholen, aber... Aber wir bleiben mal lieber jetzt vorsichtig hier. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt fertig machen kann, bevor sie wieder heilt. Ansonsten haben wir ein Problem. Jetzt kann ich buchstäblich nichts anderes mehr machen, weil ich kann nur noch einmal heilen. Und danach ist Schluss. Ah ja, toll. Die kritischen Treffer brauchen so viel Zeit, dass sie das immer unterbrechen kann. Ohne Probleme. Ja. Jetzt ein Treffer brauchen wir noch. Ein Treffer brauchen wir noch. Einen vernünftigen Treffer. Nein! Oh, wow. Praktisch in letzter Sekunde. Ja, wow. Das war endlich mal ein Gegner, typisch, aber es war kein normaler Endgegner, sondern irgend so ein Story-Endgegner. Gut, dass ich vorher gespeichert habe, aber hauweia. Wow, sie sehen nicht so zäh aus, aber ich konnte sie nicht besiegen. Was machst du, Torres? Du bist ein Beschwörer, nicht ein Krieger. Oh, toll, müssen wir jetzt drei bekämpfen, oder was? Nesti, beruhig dich. Das ist genau. Ich beschwöre eine Kreatur, das nicht mal ihr besiegen könntet. Oh, Mann. Oh nein, Torres, nein, was machst du? Wow, was ist das für eine magische Kreatkraft? Ich denke, irgendwas Schreckliches wird beschworen. Mediari, los, rufe, antworte dem Ruf von Cresturo. Stopp. Ich sagte, stopp. Plopp. Aimer? Torres, beruhig dich. Das sind nicht mal Beschwörer. Ja, genau. Sie kämpfen zumindest nicht wie Beschwörer. Ich bin Ariel. Ich bin ein Handwerksritter. Ich bin allerdings nur ein Lehrling. Ein Handwerksritter? Ah, jetzt verstehe ich. Das Ding da ist eine Wächterkreatur, nicht wahr? Wir wissen immer noch nicht, ob sie gegen uns... Um Himmels Willen! Wir haben euch nicht abgemurkst, obwohl ihr uns angegriffen habt. Ich denke, das reicht doch wohl. Aimer hat irgendeine Art von Kraft gefühlt. Wirklich, wer seid ihr? Nun ja. Hey, ihr seid die Gruppe der bösen Beschwörer. Was macht ihr hier? Oh, ach schau, wir sind böse Beschwörer. Hä? Oh so, wir sind also böse Beschwörer. Jetzt, oh, das ist so lustig. Verstehe ich nicht. Wir haben einige Kinder getroffen, die sagten, da wären böse Beschwörer, die hier rumlaufen. Kinder? Könnten das die Kinder sein, die wir eben gesehen haben? Ach, diese Kinder. Ha, sie sind sofort weggerannt, als sie uns gesehen haben. Wow. Naja, wenn diese Kinder es sagen, dann muss es wahr sein. Hörst du das? Wir sind böse jetzt. Ich denke, ich muss meine Kleidung wechseln, wenn ich ein böser Sumo Beschwörer bin. Etwas, das mir Bein zeigt. Ah. Sie denken, dass wir mit euch zusammenarbeiten. Oh, wow. Das muss eine böse Vereinigung sein, die wir hier haben. Sollten wir anfangen zu rufen? Beschwörer des Bösen, vereinigt euch oder sowas? Ja, könnte schwer zu glauben sein. Aber wir tun wirklich nichts Schlechtes hier. Nein, das machen wir nicht. Da ist eine Art böse Energie, die dieses Tal hier durcherfüllt. Und wir kümmern uns darum. Ich dachte, ihr sucht nach jemandem. Na ja, das tun wir. Einer unserer Freunde ist hier verloren gegangen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir müssen ihn finden, bevor wir endlich aufhören können mit unserer Investigation. Und warum seid ihr hergekommen? Hat euch jemand gesagt, ihr solltet herkommen? Ich denke, wir sollten euch davon nicht erzählen. Oh. Ich nehme an, ihr habt auch irgendeinen Grund, um hier zu sein. Und ich denke, wir müssen nicht unbedingt wissen, was das ist. Genauso wie für uns. Okay. Aber ihr macht irgendwie nichts Falsches oder so. Sorry, dass wir das Schlimmste angenommen haben. Ah ja, kein Problem. Ich war diejenige, die versucht hat, mich zu verteidigen. Das war auch mein Fehler. Ja, genau. Versuch der Kindermord, egal. Na ja, gut, nach deren Logik zumindest. Lass uns einfach mal darüber das alles vergessen. Ja, genau, Torres, los, wir müssen losgehen. Wir haben keine Zeit mehr zu verschwenden. Ja, ich weiß, Nesti. Und da hauen die drei an. Gut, viel Glück. Ja, auch euch. Oh, wie süß. Ah, das waren keine gewöhnlichen Leute. Das würde ich auch sagen. Das kleine Mädel mit dem Dolch hat mehr Schaden angerichtet als 3 Kilometer große Monster, die wir vorher bekämpft haben. Egal. Jetzt weiter, wir müssen die Dämonenklinge suchen. Okay, und wir können uns Gott sei Dank heilen hier. Wäre schön gewesen, wenn wir dahin gedurft hätten, bevor
wir angegriffen wurden, aber hey, man kann eben nicht alles haben. Ach ja. Wie geht's euch denn hier? Hey Leute. Ach ja. Das ist doch schon fast wieder normal. Das ist vielleicht ein Unterschied. Und wir werden aufgelevelt wieder mal. Ariel, level up! Wieder 2 Punkte dazu. Ah, wir brauchen dringend mehr Geschwindigkeit und Verteidigung, da ich ständig alles auf die Fresse kriege. Also los. Gut, nachdem wir diese Bescheuertheit hinter uns gekriegt haben, wollte ich noch kurz ausprobieren, ob wir irgendwas aus dem Kristall rausprügeln können, aber nein, wir müssen mal wieder Hunde abmetzeln hier. Okay, zugegeben, wenn sie gesehen haben, wie wir mit der Kreissäge auf die Tierwelt losgehen, dann kann ich verstehen, warum sie uns für böse gehalten haben. Müssen wir nochmal daran dazu lernen und versuchen, uns umzudrehen. Oh, und schon wieder tot, bevor ich auch nur daran denken konnte, zu blocken. Manchmal bin ich halt ein bisschen doof. Das geht nicht. Das geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Hammer? Geht nicht. Gut. Na, lassen wir es in Ruhe. Jetzt sind wir wieder in so einer Eiszone. Und versuche mal hier schräg rüber zu teleportieren. Hey, yay. Bin ich gut oder was? Das wäre vielleicht gut, wenn wir... Nein! Oh, bin ich ein dämliches Schwein. Wieder zurück. Und wieder hoch. Hey, genau. Naja, zielen will gelernt sein, ne? Ja. Ah, jetzt haben wir doch alles gekriegt, ne? Also. Und gleich Mutanten greifen wieder mal an. Und was ist das? Keine Ahnung. Kümmern wir uns zuerst mal hier um den Hund. Ich glaube, ich bleib mal ein bisschen weg. Nee, nee, du bleibst schön weg. Du kommst... Autsch! Autsch! Zumindest können wir dich abwehren hier. Blonk. Spuck. Ah, das ist besser. Autsch! Autsch! Ja, ich muss nur rechtzeitig zu blocken, ne? Blonk. Okay. 2 Schläge habe ich dann. Autsch! Ja, außer er macht das. Zumindest tötet ihn die Axt ihn viel schneller als die anderen Waffen. Sag mal was. So, deiner kriegst du irgendwas Tolles. Yeah! Wir kriegen einen neuen Angriffszauber. Dann hauen wir mal die Axt im Walde hier rum. Und schauen mal, was wir hier machen können. Ah ne, Support, das war's, genau. Jetzt können wir nämlich den Sturmwind austauschen gegen einen weiteren Angriffszauber. Ei, das ist sogar nützlich. Wir können es allerdings 0 von 1 mal benutzen. Dann lassen wir es mal lieber, wie wir es haben. Wir müssen nur daran denken, beim nächsten Endgegner müssen wir wieder mal unseren super Dings da Rotstein benutzen. Okay, da geht's nach draußen. Und das wär's eigentlich. Ja, schräg, Kumpel, schräg. So, hier genau, Lady, so machst du das richtig. Wir müssen also... So. Gott. Na, also, geht doch. Muss noch ein bisschen kreativ sein hier. Okay, da wir jetzt eine ganze Menge Zeug gemacht haben und wir ohnehin... die Dinge überall nachgeworfen kriegen, speichere ich hier mal. Und wir gucken mal, was wir anschließend machen können. Save Action. Ja, ja, wir stolpern hier im Eisgletscher rum und wir haben wieder mal kräftig was auf die Fresse gekriegt. Aber jetzt erinnere ich mich wieder daran, dass wir die Magie auch hier einsetzen können. Und nicht ständig kiloweise Items fressen müssen. Wir müssen allerdings... Nee, die Tür sind zu teuer. Ich nehme mal lieber den Stein hier. Wir müssen nämlich jetzt allmählich unseren Waffen helfen. Vor allem der Speer hat so viel Einsatzstärke gesehen. Dass wir jetzt besser sogar 2 von den Dingern nehmen. Na, nehmen wir mal 3. Der Rest lohnt sich nicht. Hätte ich eigentlich machen sollen, bevor ich gespeichert habe. Aber hey, verliere ich höchstens ein paar Sekunden, wenn ich draufgehe. Also, Schnauze. Jetzt gucken wir mal, was wir in dieser neuen Zone finden. Ah ja, Saft von den Bäumen. Den sammeln wir gleich ein. Oh ne, Beeren.
noch komischere Bären und Monster. Okay, Hund zuerst. Der versucht schon wegzurennen. Nee, danke, du stirbst. Aha, diesmal haben wir es rechtzeitig geschafft. Und ouch! Ouch! Mann, oh weh, da ja. Das ist der Nachteil. Aber hier, das ist quasi Kampf der Giganten hier. Weil wir haben so eine tolle Waffe, die richtet so viel Schaden an, dass wir seine fast über 2000 Trefferpunkte wegbolzen können, obwohl er uns so viel Schaden zufügen könnte. Aber er ist zu langsam. Ha. Woher kenne ich das bloß? Okay, hier haben wir alles eingesammelt und hier ist wieder eine Eiszone. Und Monster. Okay, das sieht ein bisschen beweglicher aus. Also nehmen wir mal lieber das hier. Speer, Speer, Speer. Ey. Au, au, au. Au, okay. Vielleicht beim nächsten Mal blocken. Egal, oder? Combo. Genau, blocken. Ja, jetzt habe ich es mal endlich hingekriegt. Autsch, autsch, autsch. Aber besser als 40 jedes Mal. Okay, jetzt habe ich gerade rechtzeitig gelernt zu blocken, sonst hätten wir kräftig die Hucke voll gekriegt. Und natürlich, ja, das ist ein Weaver, ne? Schauen wir mal, wo wir hin. Oh, hier unten ist gar nichts. Das enttäuscht mich irgendwie. Aha. Okay, schade eigentlich. Nicht, dass ich mich zu viel beschweren will. Aber wir erscheinen jetzt endlich mal einen Dungeon erreicht zu haben, der ein bisschen linearer ist. Und natürlich haben wir wieder die Hooker voll gekriegt hier. Aber dafür haben wir Magie. Das können wir ohnehin massiv einsetzen. Weil wir uns erinnern, mehr als 6 Sachen können wir pro Kampf gar nicht machen. Also wir können das 9-mal einsetzen. Also selbst wenn ein Endgegner bevorsteht, können wir ruhig locker noch 4-5-mal zaubern, bevor wir uns selbst ins Fleisch schneiden. Oh nein, die Story hat uns schon wieder erwischt. Oh nein, es ist du. Oh nein, ich werde gefressen werden. Oh Mann, wenn jeder sagt, dass ich im Pier Menschen fresse, vielleicht sollte ich anfangen. Zeit für einen Appetizer. Ah, hör auf damit, Deiner. Das ist nicht dasselbe Kind, das wir eben gesehen haben. Ein Freund von ihm? Hasaha. Ja, versteht ihr? Hasaha? Ha, Hase. Oh, ist das witzig. Oh, Spiel, du bist so süß manchmal. Oh nein, aber ich habe ihm versprochen, dass ich ihn beschützen werde. Oh, keine Angst. Wir sind nicht die böse Beschwörergruppe. Wirklich? Kann ich euch vertrauen? Natürlich, ich bin Ariel, ein Handwerksritter. Und das ist mein Guardian Beast, Deiner. Keine Sorge, wir haben keine Angst. Wir sind nicht angsteinflößend, okay? Ich habe Angst. Hey, verdammt, ja, ich jag niemanden Angst ein. Ich bin unglaublich süß, nicht wahr? Und niedlich und schön, nicht wahr? Oh, hör auf. Hör auf, so hier anzuschreien. Du machst es schlimmer. Oder hier, aufgeregtes Nicken. Oh, was für ein Jämmerling. Ich kann Leute nicht ausstehen, die so sind. Oh, dann hol den Engel raus. Ich bin sicher, sie wird eine Ätter sein. Von wegen. Jetzt fängt sie auch an zu zittern. Oh, wow. Ja, egal. Sie mag ein bisschen angsteinflößend aussehen, aber sie ist nicht böse. Bist du ein Freund dieses Kindes? Nein, das bin ich nicht. Ich kam hierher mit einer Gruppe von sehr starken Leuten. Aber wir haben es irgendwie geschafft, uns auseinander zu filetieren. Jetzt bin ich verloren. Starke Leute. Meinst du Toris? Du kennst sie? Ja, wir haben sie gerade getroffen. Sie war auf der Suche nach euch. Du solltest dann zurück zu den anderen gehen. Sie sind nicht weit von hier. Ich würde, ja, aber ich habe versprochen, dass ich dieses Kind nach Hause bringe. Oh, keine Angst, das können wir für euch tun. Ja. Ah, naja, aber... Oh, 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 no. Was? Monster! Bleib zurück! Ich muss dieses Kind verteidigen. Ha, wir können uns darum kümmern. Ah ja, ein Wolf mehr als üblich. Ja, wir bleiben mal lieber hier hinten, dann können sie nicht über uns rüberspringen. Und wir erledigen sie einfach mal alle die Höhe nach mit unserem Speer. Oh ja, ich habe solche Angst. Diese Wölfe sind so furchtbar. Oh ja, oh nee, und da sind sie schon tot.
Ah ja, und jetzt reißen wir noch ein bisschen Geld aus ihrem Magen raus. Kein Problem, alle drei vernichtet. Oh wow, ihr seid so wunderbar. Danke. Aber es war nicht wirklich schwer. Ha, bin ich sehr, sehr ehrlich. So, jetzt könnt ihr zurück zu den anderen gehen. Jetzt kannst du zurück zu den anderen. Wir kümmern uns um dieses Kind. Sag Hi zu Toris für uns. Aber... was ist? Na, das Kind sieht immer noch ziemlich ängstlich aus, Deiner. Immer noch? Er sollte es. Ich bin das Böse an sich. Wirklich, dass er diese Art von Verhalten hilft uns gerade überhaupt nicht. Ha, das ist nicht mein Problem. Ich mag es, wenn Leute Angst vor mir haben. Macht, viel Furcht ist eine Art von Macht und Macht ist... und Macht macht toll. Ich... ach, nein! Jetzt hat es übertrieben. Oh, wie könnte ich einfach so... oh, Mann, ich muss dir helfen, Kleine. Wirklich, vertrau mir. Ich werde dir helfen. Was? Hat es nicht geholfen? Ich denke, sie haben immer noch Angst vor dir. Oh nein, was sollte ich tun? Wie könnten wir sie überzeugen, dass wir wirklich nicht mal furchtbar sind? Mal sehen. Hey, im Dorf. Kara sagte etwas über Rocky und die Beschwörungskreaturen an der Festung. Sie bekommen erst unsere Freunde, nachdem wir sie was vorgesungen haben. Wir müssen singen! Oh Gott, das wird was. Oh, ihr reit, Lied. Warum singst du ihm nicht was vor? Ein Lied singen? Aber ich weiß nicht, was ich singen sollte. Irgendwas, was das Kind beruhigen könnte. Ah, ich weiß, was ich singen könnte. Und jetzt wird gesungen. Ah, der Kartoffelsong. Ja, das Kartoffellied, das beruhigt kleine Kinder. Probiert es zu Hause mal auch aus. Wenn ihr Kinder kennt, kleine Geschwister habt oder sogar Söhne und Töchter, singt über die Kartoffeln. Süße Kartoffeln nahe zu mir, süße Kartoffeln fern von hier. Worüber die süßen Kartoffeln sind, mein Herz will bei ihnen sein. Tada! Wow, großartig, Deiner. Sieht aus, als hätten sie... es würde sie wirklich freuen. Guck, sie lachen sogar. Oh ja, das ist toll. Oh, ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Hazal, siehst du jetzt, dass wir ganz freundlich sind? Wo ist das andere Mädchen geblieben, das eben hier war? Oh, sie, ich habe sie bloß weggeschickt, damit sie euch nicht wieder Angst einjagt. Du hast sie weggeschickt, jetzt ist er alleine. Wir müssen sie finden. Oh nein, Hazal, du bist so süß. Ich will niemanden allein lassen. Keine Angst, sie wird bald zurück sein. Unglücklicherweise. Und da ist sie auch schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Hey, Deiner, Hazal hat sich Sorgen gemacht um dich. Ich weiß, ich kann das auch hören, ja, auch wenn ich nichts sagen kann. Oh, hey, und wo ist das andere Mädchen jetzt geblieben? Oh, verdammt. Du gehst einfach zurück zu deinen Freunden und wir gucken diese Suche nach diesem anderen Mädchen. Und wir kümmern uns um das Kind. Scary. Hey, wo hast du... ist kein Grund, Angst zu haben, verdammt. Ich mach niemanden Angst, verdammt. Arg. Oh, sie ist weg. Ich hoffe, sie wird okay sein, alleine so. Sie ist Toris Guardian Beast, oder? Sie sollte besser in der Lage sein, sich selbst zu schützen hier. Du kannst Leute nicht einfach an... aussehen alleine. Ah ja, ja, du bist ziemlich oberflächlich, Meister. Das musst du gerade sagen. Miss macht toll oder so ähnlich. Ah, los, bringen wir das Kind nach Hause. Endlich. Wo gehen wir danach hin? Tja. Warum gucken wir nicht einfach den Gletscher nochmal an? Erinnerst du dich? Da haben wir Toris und die anderen getroffen. Okay, gehen wir zurück. Ah, das war was. Jetzt gucke ich mir aber erstmal die Gegend hier nochmal an. So, Gegend, wo bist du? Da haben wir hier noch irgendwas zu zerdeppen. Es geht sogar noch weiter, ne? Ach, Schnauze. Schnauze, Schnauze. Ah, ja, yeah, das ist schnell. Block macht schon einen Unterschied. Nur daran denken, ne? Gut, und das Schwert ist so schnell, dass der Hund nicht mehr zum Gegenangriff kommt. Das hilft wunderbar.
Jetzt bin ich mal dumm und gehe weiter statt zurück. Zuerst? Ah, ja. Stimmt, zuerst müssen wir dann das Kind irgendwo abliefern. Ah, ja. Für uns bleibt keine Entscheidung selbst überlassen. Wir müssen... Oh, okay. Jetzt kann ich mich an dich abreagieren hier. Zuerst du. Und dann du. Ha, stirb, 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 stirb. Stirpi, stirpi, stirpi. Wir richten so viel Schaden an, er kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Ja, unsere Kreissägenangst sagt das komische Viech, was immer du warst. Tot, 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 mega tot. So, jetzt zurück. Okay, in der nächsten Episode, wir bringen Kinder nach Hause und dann suchen wir weiter nach den Dämonenklingen, die wir immer noch nicht haben. Ah, ja. Bis denn, Leute. Ich mache jetzt Schluss.